Ja, guten Abend, guten Tag zusammen, was wir auch haben. Wann ihr das auch immer seht, ja. Ich kann eben nur noch mal sagen, wir haben sowohl ein Recht auf Meinungsfreiheit, genauso wie auch auf mediale Freiheit, und das sollte man auch nutzen, ja. Ich meine, es gibt genug Leute, die die Schnauze halten, die ihre Augen verschließen, ihre Ohren zu machen und ihren Verstand gar nicht, ja, nutzen. Die einfach nur funktionieren, Arsch kriechen, und das ist auch eben weit verbreitet als eben Lerninstrument, ja, als Bildungsinstrument, als Verstandinstrument in Deutschland, was absolut daneben ist. Dann kommen eben auch solche Sprüche, wie es unter anderem kommt von gewissen Leuten, in gewissen Parteien auch, die sagen, dass die Deutschen endlich lernen müssen, dass Deutschland nicht den Deutschen gehört. Ist Schwachsinn. Ja, so eine Aussage ist schon völliger Humbug, weil wir sind Deutsche, leben hier in Deutschland, sind hier geboren, und Deutschland gehört uns. Ja, die Regierung ist auch nur dazu da, uns zu präsentieren und uns zu vertreten als Volk. Das halte ich hier nun mal fest. Eben als deutsches Volk. Ja, genauso gehört Griechenland den Griechen, Arabien den Araber. Ja, und Amerika, leider gehört es den Amerikanern, ja. Weil vom Urrecht her bin ich da in Amerika anderer Meinung, ja. Wen das Land eigentlich gehört. Ja. Weil Amerika ist ein kunterbuntes, ne, Einnahmeding eigentlich. Ja. Was eigentlich den Ureinwohnern gehört, den Indianern halt. Aber ist egal. Ja. Kann man jetzt auch nicht mehr groß ändern. Dafür ist viel zu viel Zeit auch vergangen. Ja. Ich lebe jetzt auch nicht mehr in der Zeit, in der das gegeben war. Genauso wenig lebe ich auch, das möchte ich hier nochmal ansprechen, ja, oder habe gelebt oder wurde irgendwie noch in der Zeit geboren, ja, vom Zweiten Weltkrieg. Ja. Immer wieder kommen Leute mit Zweiten Weltkrieg an, mit Adolf Hitler oder etc. Ich wurde zum Beispiel nach dem ganzen Scheiß geboren. Ja. Und wenn irgendeiner kommt und will mir, nur weil ich Deutscher bin, anlassen, dass ich irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun habe oder eben mit Adolf Hitler, dann gebe ich da ein Bullshit drauf. Das zeigt nur eben wieder die Verdummung und Verblödung, die gewisse Menschen haben. Eben stehe ich auch dazu und gebe es hier auch nochmal wieder, dass wenn man nichts gegen diese rechte Vervielfältigung, die es gibt, diese asoziale Verhaltensart, diese rechte Verhaltensart als Vervielfältigung in Deutschland unter anderem, wenn man da nicht aufwacht und langsam mal einschreitet und was gegen unternimmt, eben auch, dass sich das gegen unsere Gesetze stellt, gegen unsere Menschlichkeit, gegen das soziale Miteinander, dann werden wir hier noch richtig Probleme kriegen und es wird knallen, auch untereinander zwischen den rechten Fronten. Ja. Weil rechts heißt nicht gleich Nazi. Ja, Nazis sind unter anderem auch rechts. Ja, haben eine rechte Verhaltensart. Aber rechts an sich, ein rechtes Verhalten, ist nicht gleich deutsch geprägt oder ist nicht gleich eben auf Nazis geprägt. Ja. Zum Beispiel eben gerade hier auch als Beispiel die Islam, die hier reinkommt, was jetzt auch gerade aktuell ist, haben teilweise auch eben rechtes Verhalten. Wollen zum Beispiel die Kultur, ihre Kultur über unsere Kultur stellen oder ihre Glaubensart. Was total aus dem Mittelalter kommt. Ja. Eben auch die Frauenfeindlichkeit, dass sie Frauen nicht akzeptieren und tolerieren können und ja, auch vom Recht her geben können. Was ja, ja, zivilisierte, sag ich mal, Länder schon längst tun. Ja. Wo Frauen Rechte haben, wo Frauen auch eine Gleichberechtigung mit haben, mitgestellt zum Mann. Ja. Und das sollte gegeben sein. Genauso wie Kinder auch eine Gleichberechtigung haben. Ja.
Und da gibt es dann auch wieder Leute, die unterscheiden und meinen zum Beispiel, was weiß ich, ich schließe es ja auch ein, ich bin ja auch behindert. Ja, ich bin zu 90% körperlich schwerbehindert und habe schon oft genug mitgekriegt, dass man meint dann, ich sei nicht jemand, der sich äußern dürfte oder sonst was, weil ich ja behindert wäre, etc. Das kam schon alles vor. Ich habe auch die Gleichberechtigung, auch als behinderter Mensch. Und ich habe eben die Rechte auch als menschliches Wesen anerkannt zu werden und eben auch meine Rechte vertreten zu können. Wie auch eben wieder Meinungsfreiheit und mediale Freiheit. Und die werde ich auch nutzen, um eben Menschen zu erreichen und zu sagen auch oder eben auch zu zeigen, es geht anders, man kann sich äußern, man kann sich einbringen für Soziales. Ja, darum geht es mir seit Jahrzehnten. Und ich gehe immer wieder darauf ein, man kann sich eben einbringen für soziales Miteinander, für menschliches Miteinander, für humanes Miteinander, für mehr Gerechtigkeit. In erster Linie geht es mir eben auch aus Deutschland, weil, wie gesagt, ich bin Deutscher, ich komme aus Deutschland und ja, Deutschland gehört uns Deutschen. Ja. Wir sind das deutsche Volk und eben eine Regierung soll unser Volk hier im Land denn auch präsentieren und vertreten und nichts anderes. Ja. Und das ist nicht radikal oder sonst was von mir, sondern das ist radikal zu sagen, nur weil wir Deutsche wären, müssten wir jetzt auf den Anspruch verzichten, dass wir hier unser Land haben. Ja. Das wäre radikal, das wäre rechtsextrem. Ja. Es geht unter Respekt haben untereinander. Ja, ich kann andere Menschen respektieren. Ich kann Moslem auch respektieren. Ja, solange sie auch Respekt haben. Aber wenn eben rechte Moslem kommen, haben die keinen Respekt. Dann kann ich sie auch nicht respektieren. Wenn sie ihren Glauben über uns stellen wollen, wenn sie ihre Kultur über uns oder andere stellen wollen, dann kann ich diese nicht akzeptieren und tolerieren, weil sie gegen das soziale Miteinander eben mit asozialen und rechten Verhalten agieren. Und dagegen werde ich als Reaktion gegenstehen. Ja, das halte ich hier ganz klar fest. Ja, das sind auch ganz klare sachliche Fakten, die ich hier bringe. Ja, und nicht irgendwelche Hirngespinste. Und Frau Merkel hat da Scheiße gebaut. Ja, Kohl hat vorher auch Scheiße gebaut in seiner Regierung. Ja, da hat er schon angefangen. Merkel hat das jetzt ausgeweitet und hat noch mehr Scheiße gebaut. Und es ist klar, dass sich Deutsche hier zu Recht auch aufregen, die hier in Deutschland leben. Dass eben eine gewisse Ungerechtigkeit total verwaltet wird, ja. Dass eben, wie schon gesagt, islamische Leute, ja, also, ne, Moslem hier reinkommen und teilweise den Deutschen drohen oder auch Gewalt gegen Deutsche anwenden, auch gegen Frauen etc., Kinder. Und das wegmachen mit billigen Ausreden, ja, die sie in ihrer Mittelalterkultur vertreten, in ihren Mittelalterglauben, ja, der nicht hier reingehört, die Kultur. Ja, die Kultur gehört nicht, dass wir sie akzeptieren müssen oder sonst was, wie das teilweise auch vom Moslem geäußert wird, sondern ihr kommt hierher. Und wenn hier Leute herkommen, Islam, Moslem, dann müssen sie sich auch unseren Gesetzen beugen und sich unserer Kultur anpassen und nicht andersrum. Ja, ich muss mich jetzt nicht einem muslimischen Gesetz beugen oder muss mich jetzt einer muslimischen Kultur ja, fügen, nur weil diese hierher kommen. Wenn ich in ein anderes Land gehe, zum Beispiel wenn ich jetzt nach Arabien gehen würde, müsste ich mich dort den Gesetzen und der Kultur auch entsprechend anpassen, mich informieren. Ja, und genauso müssen das aber eben auch Leute, die woanders herkommen, und im Moment kommen sie halt aus dem muslimischen Bereich, aus dem islamischen Bereich, dann müssen sie halt eben auch unsere Gesetze akzeptieren, unsere Kultur und das soziale Miteinander. Auch eben die Vielfalt, die wir haben, die verschiedenen Glauben, die wir hier in Deutschland akzeptieren und vertreten, müssen akzeptiert werden, auch von den Moslems und dem islamischen Volk. Und eben wenn das nicht kommt und sie mit ihren dummen, asozialen und rechten Parolen kommen, eben auch um wieder ihre Kultur und ihren Glauben zu decken und das über anderes zu stellen, dann kriege ich da echt einen Hals langsam und habe ein Problem damit. Ja, dass die so naiv sind, so dumm sind und nicht kapieren, dass sie rechte Spinner sind, nicht besser sind als deutsche Nazis, ja. Und das gehört hier
wie ich schon oft gesagt habe, in eine soziale Demokratie nicht rein und auch nicht ins soziale Netzwerk. Damit verabschiede ich mich, euer Lord Titan.